Hier ist nochmal dieses Array. Jetzt habe ich schon gesagt, Data is stored in Arrays. Also Daten werden also in solchen Arrays im Computer aufbewahrt. Jetzt ist die Frage, was das ist. Ja? Und im Wesentlichen jetzt also definiert, ein Array, ja, ist wieder eine Datenstruktur im Computer, und zwar eine Datenstruktur für Tabellen. Ja? Und Tabellen, die kennen wir ja, die macht man mit Bleistift auf ein Blatt Papier und trägt da Zahlen ein. Und sozusagen, wenn man eine Tabelle im Computer repräsentieren will, dann ist das ein Array. Das heißt also, Ihre Excel-Tabelle zu Hause ist im Prinzip ein großes Array, wo irgendein Kram drin ist, ja, wo irgendwelche Einträge drin sind, wo manchmal auch Strings drin sein können oder Datum oder Zahlen, ist ein großes Array. Gut, wie sieht das jetzt in Python aus? Was kann man damit jetzt machen mit solchen Arrays? Schauen wir uns das mal an. Man kann also auch auf einzelne Elemente drauf zugreifen oder auf ganze Zeilen oder auch auf Spalten davon. Ja? Das zeige ich Ihnen mal hier so in der Live-Version. Und zwar, hier steht auch schon die Antworten, na, ich zeige es Ihnen trotzdem mal. Also wenn ich jetzt auf so ein Element zugreifen möchte, zum Beispiel auf das Element links oben, ich glaube, ich habe mir gemerkt, das war 5,1, ja, dann sage ich das 0,0. Element. Das ist so, als wenn Sie die Koordinaten angeben. Ja. Die erste Koordinate sagt also, in welcher Zeile wollen Sie rein, und das zweite sagt, in welche Spalte. Ja, und wenn ich das jetzt also ausführe, dann kommt da also 5,1 raus, da oben, wie Sie es gehört. Ja, das ist also genau die Zahl. Das ist also so eine Kurzschreibweise. Das X ist ja eine Liste von Listen irgendwo. Ein bisschen komplizierter ist es. Aber wenn ich sozusagen das nullte Element von dieser Liste von Listen rausbekomme, dann bekomme ich also die erste Liste raus. Und das ist ja die erste Zeile. Dann habe ich also die erste Zeile bekommen und davon nehme ich das erste Element. Das heißt, eine andere Art, das hier zu schreiben, ich hoffe, dass es funktioniert, wäre auch so, ja, x von 0, ja, das liefert mir jetzt hier die erste Zeile raus, okay, und da kann ich auch das erste Element rausbekommen, und dann bekomme ich genau das gleiche raus. Das heißt jetzt, die Schreibweise hier, dass ich da jetzt ein Komma zwischendurch schreibe, das ist nur wieder Syntaktik-Sugar, damit es irgendwie weniger Tipperei ist. Letztendlich, wenn man so über so Programmierung nachdenkt, über solche Ausdrücke, solche Expressions, kann man die so Schritt für Schritt ausführen. Ja? X von 0 liefert mir die erste Zeile und davon nehme ich das nullte Element. Ja? So Schritt für Schritt wird der Befehl ausgeführt. Wenn ich das mit Komma schreibe, dann mache ich das ja in einem Rutsch, dass ich praktisch schon über zwei Ebenen da so ein Element raushole. Ja? Das ist aber letztendlich dann das Gleiche. Gut, hier sind jetzt noch weitere Beispiele, zeige ich Ihnen einfach mal. Also das war das Top-Left-Element, hatten wir schon gesehen. Wir fangen bei 0 an zu zählen in Python. Dann gibt es hier noch die First Row. Jetzt gibt es hier noch was Lustiges, die Last Row. Kann man auch drauf zugreifen, ohne zu wissen, wie viele drin sind, indem ich minus 1 sage. Wie kommt man jetzt da drauf? Naja, das ist halt sehr praktisch, weil ich weiß ja nicht immer, wie viele Elemente in meiner Liste drin sind und will einfach nur auf die letzte Zeile zugreifen. Dann sage ich minus 1. Warum nimmt man dafür jetzt minus 1? Ne, die negativen Zahlen haben wir ja bisher nicht benutzt zum Indizieren. Die sind ja noch frei. Die können wir ja für irgendwas Sinnvolles benutzen. Also benutzen wir die, um rückwärts durch die Tabelle zu zählen. Okay, das ist also die Motivation dabei. Das heißt also, minus 1 gibt mir die Last Row, die letzte Zeile. Minus 2 gibt mir dann die zweitletzte Zeile. Und so weiter und so fort. Dann kann man auch sowas machen, so einen Doppelpunkt schreiben. Ja, der Doppelpunkt ist erstmal ein bisschen komisch. Spielen wir da mal mit rum. Wenn ich hier so x Doppelpunkt mache, was kommt dann raus? Da kommt irgendwie alles wieder raus. Das ist also so, als würde ich sagen, mir ist egal, welche Zeile, ich will alle haben. Ja, das ist also so ähnlich, als wenn ich hier sagen würde, von 0 bis 150. Okay, alle möchte ich gerne haben. Ich kann das Ganze aber auch einschränken und sagen, ich möchte nur von 0 bis 5 die Zeilen haben. Okay, das geht auch. Das nennt sich dann Slicing, so ein Stück rausschneiden. Ja? Ich kann also auch von der zweiten Stelle bis zur 5 machen. Hier sieht man jetzt auch, warum Python-Leute das toll finden, dass man bei 0 anfängt zu zählen, ja? Weil ich jetzt hier genau 5 Elemente ausgewählt habe. Ich habe also sozusagen das Nullte, das Erste, das Zweite, das Dritte und das Vierte ausgewählt. Und das, was da hinten steht sozusagen, ist so eine obere Schranke. Alle Elemente, die kleiner, echt kleiner als 5 sind, die werden ausgewählt. Und es sind genau 5. Und das passt also genau irgendwie. Ist aber irgendwie auch verwirrend, wenn man nicht gewohnt ist, von 0 anfangen zu zählen. Gut, entsprechend bekomme ich da also mit dem Doppelpunkt scheinbar alles, aber jetzt benutze ich halt eine Kombination von dem Doppelpunkt, ja, und der anderen Notation, dass ich dann direkt mit Komma den anderen bekomme.
Und wenn ich das mache, dann bekomme ich damit also die erste Spalte, in Python gezählt die erste, das heißt genau genommen ist es die zweite, sonst müsste ja hier auch eine 5,1 stehen an der Ecke. Ne? Das heißt also, der erste Index wäre Doppelpunkt, Komma 0 wäre die erste Spalte, ja, und Doppelpunkt, Komma 1 gibt mir die zweite Spalte. Ja, da kann ich also jetzt so irgendwie drauf zugreifen auf diese ganzen Sachen. Ja? Entsprechend bekomme ich so die Last Column, ja, mit minus 1. Ich glaube, das haben Sie grob verstanden. Da muss man im Prinzip mit rumspielen und ich muss es auch immer wieder nachgucken, ja, wie rum das war und was man da machen muss. Das ist also relativ normal. Da habe ich jetzt schon die Antwort gegeben, ja, wie wird man jetzt die zweitletzte bekommen? Nein, mit einer minus 2, ne? Oder die drittletzte mit einer minus 3 und so weiter und so fort. Das heißt also, jetzt haben Sie da also alle Befehle zur Hand, um, wenn Sie so ein Array haben, so ein Array mit Zeilen und Spalten, wie man da also beliebige Zeilen sich rausholen kann, um damit irgendwas zu berechnen oder beliebige Spalten oder auch so beliebige Abschnitte, die dann so irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Ja? Gut. So weit, so gut. Ja, das sind noch weitere Beispiele, um irgendwelche Abschnitte rauszukriegen. Ja, das ist noch ein weiterer Spezialfall, habe ich noch nicht erzählt. Wenn ich das vorne weglasse und nur schreibe Doppelpunkt 5, ja, dann ist es so ähnlich, als würde ich sagen 0 Doppelpunkt 5. Ja, das sind wieder so vereinfachende Schreibweisen. Genauso kann ich auch schreiben 4 Doppelpunkt 6, dann geht es von 4 bis 6, ja. Auch ohne 6, also die vierte, also die 4 und die 5 Spalte werden, Zeile werden dann entsprechend genommen. Und wenn ich sage 4 Doppelpunkt, dann wird sozusagen am Anfang was weggeschmissen. Ja, das ist also so eine Schreibweise, die irgendwie praktisch ist zum Programmieren. Die ist schön kurz, ja, und ich kann ziemlich genau sagen, was ich haben will.